Moin Moin, herzlich willkommen. Hier ist das Ding aufs Ding 1975. Dieses Video ist seit langer, langer Zeit mal wieder ein Chat. Worum geht's heute? Um die neue Strategie von Apple, weil die finde ich persönlich mal so gar nicht gut. Bleibt dran. Ja, was macht denn Apple da gerade? Ich finde den Weg, den Apple gerade beschreitet, nicht so toll, weil Folgendes. Also die neuen Produkte hatte ich ja in einem Video im Kaufguide schon mal angesprochen, sind mittlerweile so verbaut, dass man selber als User oder Käufer damit überhaupt nichts mehr großartig machen kann. Man kann keinen RAM mehr erweitern, man kann keine Festplatte austauschen und nichts mehr. Alles ist verklebt und verlötet. Das, finde ich, geht mir total auf den Sack, weil frühere Strategie bei einigen war ja, hey, ich kaufe mir das kostengünstigste Gerät von den neuen und hau mir selber mehr RAM rein, eine größere Festplatte, was auch immer. Das funktioniert heutzutage gar nicht mehr. Ein Beispiel, ich kenne jemanden, der hat sich ein MacBook gekauft, und zwar das MacBook Air. Er dachte, hey, 4 GB RAM, 128 GB Festplatte, damit komme ich locker hin. Hat dann festgestellt, dass er ein bisschen mehr braucht. Tja, hat er also bei der Firma, wo er es gekauft hat, angefragt, hey Jungs, mein MacBook Air, 7 Tage alt, ich habe mich vertan. Ja, vertan, sprach der Hahn, selber schuld, sagt der Meister. Und hey, ja, musst du ein neues Gerät kaufen, wenn du mehr RAM reinhaben willst. Wenn du eine größere Festplatte reinhaben willst, musst du das Ding eben verkaufen und dir ein neues kaufen. Ist natürlich blöd. Gebrauchtes Gerät hat natürlich seinen Wertverlust, auch wenn bei Apple-Geräten der Wertverlust nicht so tragisch ist. Wenn man es gut vertickert, kriegt man da meist noch den fast gleichen Preis, den man investiert hat, raus. Aber ein Abschlag ist natürlich immer dran. Die Option, die ihm natürlich geboten wurde, war, hey, wir nehmen das Gerät zurück. Aber da es geöffnet und schon benutzt wurde, Minimum 10% Preis runter. Ist natürlich ein bisschen blöd. Was sagt der Kunde? Das ist ja scheiße. Aber mein Tipp, wie im Video schon angesprochen beim Kaufguide, erst überlegen, was brauche ich, dann in den Laden gehen und kaufen. So sieht es doch nochmal aus. Hallo Katze. Blöd. Aber so ist es halt. Und das ist der Punkt. Man kann nichts mehr selber upgraden. Kein RAM, kein nichts mehr. Außer natürlich beim iMac 27 Zoll. Und bei dem, ich gebe es zu, ich habe ihn außer Acht gelassen, dem Mac Mini. Aber da werden wir auch sehen, hey, was ist, wenn ein neuer Mac Mini auf den Markt kommt? Ich befürchte ganz hart, dass sie selbst beim Mac Mini dann in der nächsten Generation das Ganze so verbauen, dass der Kunde nichts mehr kann. Und das ist eine Strategie, die finde ich total scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist mein Rant über Apple. Wer hätte das gedacht, dass ich jemals ein Rant-Video über Apple mache? Gut, bei den Kopfhörern, klar, wissen wir alle, die sind grottenschlecht. Aber was soll's, man kauft sich sowieso andere. Naja, nicht jeder. Ich muss immer wieder feststellen, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, hey, die Apple-Kopfhörer. Ja. Demzufolge muss ich davon ausgehen, dass der User, der diese Kopfhörer verwendet, hey, Musik, ja, mir doch egal, wie es klingt. Damit kann ich natürlich nicht so. Ich habe mir nicht umsonst Biodynamic Studio Kopfhörer gekauft, weil ich brauche coolen, guten Sound. Und zwar schön klar und deutlich. Und nicht Apple Kopfhörer. Die finde ich nämlich auch schlecht und grauenhaft. So ist das. Ja. Jetzt natürlich meine Frage an euch. Was denkt ihr über die aktuelle Situation bei den Apple-Produkten? Gehört ihr auch zu den Leuten, die sich lieber etwas günstiger ein Gerät kaufen und dann selber ran rumtüfteln wollen? Das heißt aufmachen, RAM reinbasteln, vielleicht auch eine andere Festplatte, ne? Hard Drive versus SSD und so weiter. Schreibt mir Kommentare, was ihr davon haltet. Ihr dürft natürlich auch jederzeit Videoantworten posten. Würde mich auch freuen, denn lesen und schreiben ist natürlich nicht jedermanns Sache. Sprechen hingegen können sie fast alle, halbwegs zumindest. Also einige nicht, so wirklich. Das ist schade.
Ne? Aber gut, was soll's, damit müssen die Herrschaften selber klarkommen. Denn ich sage immer, wer sich weiß, korrekt auszudrücken, der kommt im Leben meistens klarer und einfacher voran. Und ich sage mal so, einige da draußen sind einfach mal unnötig aggressiv, finde ich jedenfalls. Aber hey, was soll's? ja, wer keine Hilfe will, der braucht ja nicht. Der kann ja zu Fuß gehen. Oder was auch immer. Das jetzt nur mal so am Rande. Das war es mit dem heutigen Chat zum Thema mein Apple Rant. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video wie immer einen Daumen rauf verpasst, eure Meinung richtig schön in die Kommentare grützt und wir dann viel Spaß in den Kommentaren haben. Würde mich mal interessieren, was eure allgemeine Stimmungslage dazu sagt. Bis dahin und bis neulich. Wir sehen uns im nächsten Video. Keep on rocking! Euer Sting.